Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um die beiden Düfte Pure Havane und Pure Malt von Thierry Mugler, was zwei sehr spannende Designerdüfte sind, wie ich finde, denn die gehören beide zu der Amen-Reihe von Düften. Und wer Amen kennt, der weiß, dass das ein sehr leckerer, gourmandartiger, süßlicher, leicht kakaoiger Herrenduft ist, der auch gewisse Ähnlichkeit hat zu Intoxicated by Kilian, was einer meiner persönlichen Lieblingsdüfte von dem Hause Kilian ist, weil es einfach ein Duft ist, der mit Kaffee spielt und außerdem eine recht süße DNA hat. Und ja, bei diesen beiden hier gibt es eben dann noch Einflüsse von Malz bzw. von Tabak. Und es sind wirklich zwei Düfte, die sehr ähnlich sind in ihrer DNA zunächst mal. Ich kann sagen, dass diese Amen-DNA mir persönlich ganz gut gefällt. Ich glaube, das ist eher was für den Winter oder für den Herbst geeignet ist, weil es einfach eine sehr süße DNA ist und auch so ein bisschen was von Zuckerwatte hat. Also es ist wirklich eine sehr, sehr stark süße DNA mit so einer leichten Kakaonote. Da muss man auch ein absoluter Fan von sein, um das tragen zu können. Und wer eher so auf frische Düfte steht, für den ist es wahrscheinlich eher nichts. Und ich würde sagen, dass sich beide Düfte im Kern um diese DNA drehen und dann aber im weiteren Duftverlauf leichte Einflüsse von, wie gesagt, Tabak und Malz haben. Zu dem Pure Malt muss ich zunächst mal sagen, dass ich gedacht habe, dass das eine deutlichere Whisky-Note hat, weil das an vielen Stellen, finde ich, so dargestellt wird von diversen YouTubern, dass hier eben Whisky-Noten mit drin sind. Ich muss ehrlich sagen, für mich war das eher so im Hintergrund, ja, sondern es ist eher so, dass hier Malz eine große Rolle spielt und es deshalb noch ein bisschen süßer ist als die Pure Havane-Variante. Und für mich ist hier Whisky nicht wirklich wahrnehmbar. Das heißt, wenn man sich darauf einstellt, dass hier groß Whisky-Noten mit drin sind, kann ich sagen, ist eher nicht so, sondern es ist eher so, dass das hier eine süßlichere DNA ist. Und hier kommt der Tabak auch relativ sanft durch, würde ich sagen. Also es ist kein übertrieben krasser Tabakduft, so wie man das von Tobacco Vanille von Tom Ford beispielsweise kennt, was ja wirklich ein sehr tabaklastiger Duft ist. Oder Tobacco Oud auch, ist ja auch so ein tabaklastiger Duft. Aber bei diesen beiden Düften ist es tatsächlich so, dass die Amen-DNA die größte Rolle spielt und dann die anderen Duftnoten nur so im weiteren Duftverlauf ein bisschen rauskommen und nicht besonders stark sind. Dennoch kann ich sagen, dass hier der Tabak doch deutlich wahrnehmbar ist, verglichen zu Pure Malt, wo es dann doch eher so dieses süßliche Allerlei ist, was man riecht. Und wo ich mir gewünscht hätte, dass es vielleicht auch noch ein bisschen mehr so in die Whisky-Richtung geht. Hier ist der Tabak also doch deutlich wahrnehmbar. Und weil es deshalb keine ganz so süße DNA ist, finde ich den hier auch ehrlich gesagt ein bisschen besser. Also er gefällt mir im Gesamten besser, weil er ausgeglichener ist und nicht so süß wie der Pure Malt. Ich kann aber ehrlich sagen, dass hier von der Haltbarkeit her nicht so besonders viel los ist. Allgemein sind beide Düfte eher schwach, was die Haltbarkeit angeht. Also es sind keine Superstars. Ich meine, es ist auf der einen Seite nur eine Eau de Toilette-Konzentration, aber wir wissen, dass im Designerbereich auch Düfte unterwegs sind, die wirklich eine starke Haltbarkeit haben. Bei den beiden ist es aber nicht so. Auf meiner Haut haben die beide so 3 bis 4 Stunden, waren die wahrnehmbar für mich selber und haben dann so 5 bis 6 Stunden insgesamt gebraucht, bis sie komplett weg waren. Also im Grunde ist das okay, ja, weil das ein durchschnittlicher Wert ist. Aber trotzdem, dafür, dass es süße Düfte sind, finde ich das ein bisschen, ja, ein bisschen schwach auf der Brust. Und ich kann aber sagen, dass dafür der Pure Malt dann noch ein bisschen länger gehalten hat als der Pure Havane. Auch wenn mir der von der DNA her mehr zugesagt hat, ist es so, dass der Pure Malt einfach länger hält. Und deshalb, wenn es sehr kalt wird, wäre es wahrscheinlich klüger, den Pure Malt zu tragen, weil der einfach ein bisschen eine bessere Performance hat. Im Gesamten würde ich sagen, aber trotzdem zwei sehr spannende Düfte. Das ist eine DNA, die, finde ich, sehr unique ist und deshalb im Designerbereich definitiv auffällt. Und ich finde auch nicht, dass ihr hier für 50 Euro oder 60 Euro pro 100 Milliliter viel falsch machen könnt. Das heißt, wenn ihr auf süßliche Düfte steht und ihr Tabak bzw. ja, extremer Süße, Malzigkeit nicht abgeneigt seid, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt für die momentanen Temperaturen draußen nicht so geeignet ist. Aber ich fand das Videothema cool, ein Zuschauer hat das vorgeschlagen und deshalb wollte ich euch beide Düfte einfach mal vorstellen. Das war es jedenfalls mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht kennt und schaut euch beide Düfte an. Ich verlinke die euch natürlich in der Beschreibung. Lasst mir auf jeden Fall noch einen Kommentar da, ob ihr einen oder beide dieser Düfte probiert habt und welcher von beiden euch besser gefällt. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.